Hallihallo. Heute ein kurzer Tipp zu GIMP. Es kamen vermehrt Anfragen zu GIMP, weil ich meine Desktop-Hintergründe mittlerweile selber kreiere. Und da kamen Anfragen dazu, ob ich dem einen oder anderen Kanal Design machen kann. Kann ich nicht. Das mache ich für mich selbst. Das dauert schon lang genug. Und es kamen dann andere Anfragen, ob ich vielleicht einen ganzen GIMP-Kurs mache. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Aber ich helfe euch insofern, dass ihr vielleicht mal euren eigenen Desktop-Hintergrund ändern könnt. Oder aber euren Webseiten-Hintergrund. Heute geht es nämlich um das Kacheln. Also, wenn man zum Beispiel ein Bild hat, ja, ein Bild, ein vorhandenes Bild, und das soll jetzt nicht, so wie hier dargestellt, in Zoom-Modus komplett den Bildschirm füllen, sondern gekachelt werden, gekachelt, ne, also mit Kacheln. Das sieht dann aber normalerweise blöd aus. Das sieht deshalb blöd aus, weil die Kanten dann nicht passen. Das sieht dann halt gekachelt aus, wie die Fliesen daheim bei der Oma. Heute wollen wir das mal ändern. Wir nehmen uns dann ein Bild vor und machen das so, dass es dann nahtlos ist. Gut. Dazu vielleicht erstmal mache ich hier das Conkey zu. Conkey ist dieser Systemmonitor, da kommen auch ab und zu mal Fragen, was das für ein Ding ist. Gut, wir nehmen uns also das mal vor, dass das gescheit aussieht. Rechte Maustaste öffne mit GIMP. GIMP gibt es wie gesagt auch für Windows und findet ihr im Ubuntu Software Center. Dann öffne ich diese Datei. Jetzt ist die natürlich eigentlich zum Kacheln viel zu groß, sage ich jetzt mal. Und außerdem würde beim Kacheln dann überall Linux, Linux, Linux stehen. Deshalb schneide ich mir das erstmal ein bisschen kleiner zu, würde ich sagen. Also das ist jetzt 1713 mal 1115. Ich habe hier eine HD-Auflösung 1920 mal 1080. Und deshalb mache ich das erstmal kleiner, damit das zum Kacheln erstmal geeignet ist. Ja. Nehme ich jetzt mal diesen Auswahlrahmen. Ich sage jetzt mal den Teil. Sage ich Bild auf Auswahl zuschneiden. Auf Auswahl zuschneiden. Und diesen Teil möchte ich jetzt vielleicht kacheln. So, jetzt ist der aber immer noch nicht nahtlos am Rand. Also wenn ich das aneinander kacheln würde, sähe das immer noch nicht besser aus wie das. Deshalb mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe auf die Filter. Filter. Und dann haben wir Abbilden. Und dort findet ihr nahtlos machen. Nahtlos machen. Und dann sieht das Bild plötzlich so aus. Das sieht erstmal komisch aus, aber wenn es hintereinander gekachelt ist, sieht's gut aus. So, das speichere ich mir natürlich. Speichern unter einem anderen Namen ab, damit ich mir das Original nicht kaputt mache. Ich sag mal nahtlos. Speichern. Komprimierungsfaktor, gut, kann ich auch auf 0 setzen. Ihr könnt es auch als GIF oder JPEG oder andere Formate setzen, Komprimierungsgrad so einsetzen, dass es passt. Zum Beispiel bei YouTube kann man ja auch ein Hintergrundbild festlegen und dieses Bild wiederholen lassen. Und das darf dann nicht größer sein als so und so groß. Das könnt ihr dann auch entsprechend machen. So, plus meine Desktop-Hintergründe. Das war das Bild. Das öffne ich. Im Moment steht es noch auf Zoom. Das will ich nicht. Ich will das Kacheln. Und dann sieht das plötzlich so aus. Ja, also die Übergänge sind nicht auf Anhieb zu erkennen. Das Bild ist gekachelt. Gut, das ist ein einfacher Trick. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Bild, um das zu demonstrieren, weil dieser schwarze Haken da drin stört. Aber ihr seht, auf Anhieb könnte man nicht sagen, da fängt das eine Bild an, da hört das andere Bild auf. Ihr könnt es mal mit euren eigenen Bildern versuchen. Wie gesagt, immer eine Kopie vorher machen, dann erst damit herumspielen und dann kacheln. Das gleiche funktioniert halt auch auf Webseiten. Webseitenbetreiber wissen das. Da kann man ein Background-Image setzen und das ebenfalls wiederholen lassen. Da eignen sich am besten einfache Bilder zum Wiederholen, die nicht besonders groß sind in der Dateigröße. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.